Unser Mann James hatte alle ersten Phasen der Aufnahmeprüfung für die Superhero Training Academy bestanden. Im letzten Teil sollte das Komitee testen, ob er in der Lage war zu bestimmen, wen er in dringenden Situationen zuerst retten sollte. Sie zeigten ihm einige Bilder und wollten, dass er entscheidet, wer wirklich in Gefahr war. Kannst du ihm helfen? Hier sind die ersten beiden. Auf dem zweiten Bild bewegt sich der Zug nicht und die Lichter sind aus. Das bedeutet, dass der Mann gefahrlos überqueren kann. Was die Frau betrifft, die ein Bad nimmt und versucht, ihr Haar zu trocknen, ist es nicht klug, elektrische Geräte in der Badewanne zu benutzen. Daher sollte James sie zuerst retten. Schauen Sie sich nun diese Aufnahmen von zwei Personen an, die von einer Klippe fallen. Können Sie James dabei helfen, zu erkennen, wer hier in echter Gefahr ist? Der Mann, der den Regenschirm hält, könnte schneller zu fallen scheinen als der Mann, der die Plastiktüte hält. Jedoch wird er direkt ins Wasser fallen, während sich unter dem Mann mit der Plastiktüte ein scharfer Felsen befindet. In einer solchen Situation sollte James ihn zuerst retten. Das letzte Bild würde entscheiden, ob James akzeptiert wird oder nicht. Wer sollte zuerst gerettet werden? Die Frau, die in der zweiten Abbildung in ihr Telefon vertieft ist, ist sicher, weil die Ampeln trotz des dichten Verkehrs ein klares G-Signal zeigen und die Autos angehalten haben. Aber der Mann in der ersten Abbildung hat einen Metalllöffel in der Mikrowelle gelassen, die er gleich einschalten will. Das ist ein großes Nein. James wurde endlich in die Superhelden-Trainingsakademie aufgenommen. Aber dort würde er seinen echten Namen nicht verwenden. Er musste sich einen Superheldennamen aussuchen. Kannst du erraten, wie sein Name lautet? Diese Emojis könnten dir helfen. Sein Superheldenname ist Donnerblitz Titan. Es war Zeit zu graduieren. Bei der Zeremonie wollte der Direktor der Akademie Thunderbolt Titan dafür belohnen, dass er als erster in seiner Klasse abgeschlossen hatte. Er überreichte ihm eine geheimnisvolle Truhe, die ein Rätsel enthielt. Darin erwarteten ihn ein neuer Anzug, ein Umhang und ein Hightech-Gadget. Aber nur, wenn Thunderbolt Titan den Code knacken konnte. Kannst du ihm helfen, das Rätsel zu lösen und seine Belohnungen zu erhalten? Sieh dir die Zahlenfolge an. Was kommt als nächstes? Die richtige Antwort ist 7238. Du musst nur die letzte Zahl nach vorne verschieben. Eines Tages, als Thunderbolt Titan zu Hause war, schob jemand eine Notiz unter seine Tür. Doch sie war mit einer seltsamen Zahlenfolge verschlüsselt. Und unter den Zahlen gab es einen Hinweis. Denk an dein Gerät. Kannst du helfen, die geheimnisvolle Nachricht zu entschlüsseln? Um diese Zahlenfolge zu entschlüsseln, verwenden wir ein Mobiltelefon-Keyboard, wie der Hinweis nahelegt. Jedes Zahlenpaar repräsentiert einen Buchstaben. Die erste Ziffer gibt die Tastennummer an und die zweite Ziffer wählt die Position des Buchstabens auf dieser Taste aus. Zum Beispiel wird 42 zu H, weil 4 der Taste GHI entspricht und zweimaliges Drücken H ergibt. Nach dieser Methode lautet die vollständige entschlüsselte Nachricht Help Now. Ein Bösewicht aus dem Multiversum hatte alle Arten von Kreaturen auf die Erde gebracht. Und die Beschützerliga brauchte die Hilfe von Thunderbolt Titan, um sie zu finden und einzufangen, bevor sie Chaos entfesselten. Das erste Monster, das sie suchten, war ein Zombie. Und die Beschützerliga hatte 3 Verdächtige. Schau sie dir an und hilf Thunderbolt Titan, seine erste Mission erfolgreich abzuschließen.
Die erste Person sieht ganz schmutzig aus, aber sie hat wahrscheinlich nur im Garten gearbeitet. Die Einkaufstasche der zweiten Frau leckt Saft, nicht Blut. Also muss die dritte Person der Zombie sein. Denn die Lebenden tragen keine Krankenhausetiketten an ihren Knöcheln. Das zweite Wesen, nach dem die Beschützerliga suchte, war ein außerirdisches Wesen. Werfen Sie einen Blick auf Ihre beiden Verdächtigen. Wer versteckt sich vor der Liga? Schauen Sie sich Gary M.S. Krankenakte an. Dort steht, dass er eine Temperatur von 24,5 Grad Celsius hat. Ein Mensch kann nicht eine so niedrige Körpertemperatur haben. Er muss das Wesen sein. Schließlich vermutete die Liga, dass ein Roboter sich auf einem Universitätscampus als Mensch ausgab. Sie entdeckten drei Studenten, die sich verdächtig verhielten. Kannst du Thunderbolt Titan helfen, herauszufinden, wer der Roboter ist? Man könnte denken, dass der dritte Schüler ein Roboter ist, aber er hat nur ein super realistisch aussehendes Roboter-Arm-Tattoo auf seinem Arm. Der erste Schüler hat ein blinkendes rotes Licht in der Tasche seines Hemdes, aber das ist nur eine Kamera. Andererseits hat die zweite Schülerin einen USB-Anschluss an einem ihrer Finger. Sie muss ein Roboter sein. Zu ihrer Überraschung stellte die Liga der Beschützer fest, dass ein viertes Monster ihrer Aufmerksamkeit entkommen war. Und im Hauptquartier ging ein Notalarm ein, dass es im Vergnügungspark Chaos anrichtete. Blitzschlag Titan eilte sofort dorthin. Bei seiner Ankunft stellte er fest, dass die Handlungen der Kreatur zu einer Fehlfunktion einer Achterbahn geführt hatten, wodurch drei Fahrgäste gefährlich gestrandet waren. Wen sollte Blitzschlag Titan zuerst retten? Der zweite Mann wird zuerst fallen, weil er sich nur mit einer Hand festhält, was auf Dauer tatsächlich ziemlich schwierig ist. Daher sollte Thunderbolt Titan ihn zuerst retten. Thunderbolt Titan hatte seine ersten beiden Missionen erfolgreich abgeschlossen. Doch der Bösewicht war nicht glücklich darüber, dass er seine bösen Pläne durchkreuzt hatte. Also nahm er ihn gefangen und sperrte ihn in einen Raum ohne Ausgänge ein. Es gab nur einen Zettel, auf dem stand: Beantworte dieses Rätsel und du könntest entkommen. Was kann einen Raum füllen, aber keinen Platz einnehmen? Die Antwort ist Licht. Obwohl Thunderbolt Titan das Rätsel richtig gelöst hatte, geschah nichts. Der Schurke hatte ihn hereingelegt. Er musste etwas unternehmen. Also nutzte er seine Superkräfte, um drei Portale für sich zu öffnen. Doch er hatte seine magische Portalkraft noch nicht gut im Griff. Deshalb führten alle Portale zu schwierigen Orten. Das erste öffnete sich zu einem Dschungel voller wilder Tiere. Das zweite öffnete sich mitten auf einem Wüstenplaneten. Und das dritte öffnete sich am Rand eines steilen, felsigen Hügels. Welches sollte er wählen? Erinnerst du dich an die Achterbahnmission? Thunderbolt Titan kann fliegen. Also kann er das dritte Portal wählen und vom steilen Hügel in Sicherheit fliegen. Eines Nachts patrouillierte Thunderbolt Titan durch die Stadt, als er einen Notruf erhielt. Eine Frau wurde von einem Handtaschenräuber angegriffen und stürzte während des Kampfes, wobei sie sich den Kopf stieß. Jetzt lag sie ohne ihre Tasche und ohne ihr Gedächtnis in einem Krankenhauszimmer. Der Polizist informierte Thunderbolt Titan, dass drei Männer vor ihrer Tür standen, die alle behaupteten, ihr Ehemann zu sein. Kannst du Thunderbolt Titan helfen, herauszufinden, wer die Wahrheit sagt? Der Taschendieb hat vielleicht ihre Tasche genommen, aber er hat ihre Halskette nicht genommen. Schau, sie hat einen Anhänger mit dem Buchstaben L.
Und der erste Typ hier hat ein Nackentattoo, auf dem Liz steht. Er muss ihr Mann sein. Thunderbolt Titan erhielt einen Notrufalarm vom Antarktis-Tierforschungszentrum. Einer ihrer geliebten Pinguine war gestohlen worden und sie brauchten seine Hilfe, um den Dieb zu finden. Nachdem er seine Superheldensinne eingesetzt hatte, reduzierte er die Verdächtigen auf 3. Schau sie dir an. Kannst du herausfinden, wer den Pinguin gestohlen hat? Die zweite Frau sieht so aus, als ob sie etwas unter ihrem Hemd verstecken würde. Aber sie ist nur schwanger. Der Rucksack des dritten Mannes sieht sperrig aus. Aber siehst du das Flugetikett daran? Das ist nur sein Handgepäck. Aber der erste Mann versteckt rohen Fisch in seiner Tasche. Das muss sein, um den Pinguin zu füttern. Er ist der Dieb. Während eines Meisterschaftsrennens wurde vermutet, dass eines der Autos sabotiert wurde. Thunderbolt Titan wurde zur Szene gerufen, um mit seiner Scankraft herauszufinden, welches es ist. Kannst du es schneller herausfinden als er? Schau dir das Hinterrad von Auto 2 an. Es wackelt leicht, obwohl das Auto stillsteht. Oh nein,